Hallo Leute, hier ist Viktor von FunkFit und in diesem Video geht es um ein Phänomen, das sicherlich sehr viele von euch aus dem eigenen Training von der Hocke, von der Kniebeuge kennen, und zwar den sogenannten Buttwing. Das heißt, wenn du beim Tiefgehen eine leichte Rückenrundung im unteren Bereich hast und dann drohst vielleicht auch nach hinten überzufallen oder dir Sorgen machst, ob du dir den Rücken damit kaputt machst. Und wir klären in diesem Video drei Sachen. Erstens, ob das überhaupt schädlich ist, ab welchem Grad das eventuell schädlich ist. Zweitens, was die Ursachen eines Buttwings sind, weil die Ursachen haben dann letztendlich was zu tun mit der Lösung, wie du dieses Problem beheben kannst. Und dann logischerweise im dritten Schritt auch, wie du einen Buttwing effektiv beheben kannst. Und da kann ich dir schon mal vorweg sagen, du erfährst in diesem Video Sachen oder Lösungsansätze, die du bisher noch nirgendwo anders gesehen hast, denn ich habe kein Video da draußen gesehen, auch nicht im angloamerikanischen Raum, das dir diese Tipps hier verrät, die ich dir gleich verrate. Und teilweise sind da auch sehr viele Unwahrheiten, die da verzapft werden zum Thema, was die Ursache ist, und dann werden irgendwie Muskeln gedehnt, die gar keine Rolle spielen letztendlich beim Buttwing. Also bleib gespannt, es geht los. Klären wir zuerst die erste Frage, ob ein Buttwing überhaupt schädlich ist. Dazu wird in Zusammenhang mit Kniebeugen oft empfohlen, mit einem neutralen Rücken zu beugen. Wichtig dabei ist zu verstehen, dass das Konzept einer neutralen Wirbelsäule kein fixer Bereich ist, wie zum Beispiel jetzt hier dieser gerade Unterarm, sondern ein gewisser Bewegungsbereich. Und da sind sich alle führenden Rückenexperten, Rückenforscher einig, darunter auch Dr. Stuart McGill, der dafür bekannt ist, sehr kritisch gegenüber Rücken-Wirbelsäulenbeugung vorzugehen und das ganze Thema sehr kritisch zu sehen, als schädlich anzusehen. Und auch Stuart McGill sagt, dass eine Wirbelsäulenrundung oder Bewegung innerhalb eines bestimmten neutralen Bereichs als unbedenklich einzustufen ist. Das heißt nichts anderes, als dass eine Streckung und eine gewisse Beugung innerhalb einer neutralen Zone relativ unbedenklich ist. Das heißt also auch im Alltag für dich, wenn du sitzt oder entspannt im Sofa liegst, lümmelst und deine Wirbelsäule innerhalb dieser neutralen Zone vielleicht noch leicht gerundet ist, dann ist das relativ unbedenklich. Dasselbe gilt auch, wenn du in der tiefen Hocke bist und relativ unbelastet eine leichte Rundung hast. Bei einer tiefen Hocke lastet in der Regel dein Rumpf mit deinem Bauch an deinen Oberschenkeln. Somit kannst du keine Zwangslage erfahren, dich also quasi zunehmend in diese Rundung reinstauchen, weil am anderen Ende ja deine Oberschenkel wären, die dich auffangen würden. Musst du dir keine Sorgen machen. Was ist jetzt allerdings bei einer tiefen, belasteten, schweren Kniebeuge oder beim Kreuzheben? Wie sieht es da mit der Rückenrundung aus? Diesen Punkt muss man leider mit "es kommt drauf an" einleiten, denn es gibt auch hier unterschiedliche Ansichten, ob jetzt nur mit einem geraden oder mit einem neutralen oder leicht gerundeten Rücken gehoben werden sollte. Zum Beispiel rät Axel Gottlob, einer der führenden Forscher im deutschsprachigen Raum hier auch bei uns, zum Thema Rückengesundheit, Rückenfitness, der sagt ganz klar, man soll aus einer tendenziell starken Lordosierung herausheben. Die Lordose ist der Abschnitt in der Lendenwirbelsäule, der so leicht konkav hier nach vorne geht. Sieht dann halt so aus. Und unter dieser Lordose, die wir aktiv mit der Streckerkraft im Rückenstreckerbereich halten, haben die Wirbelkörper halt den optimalen Kontakt zueinander. Über diesen Kontakt der Wirbelgelenke kann halt Kraft abgeleitet werden. Plus die Fascia thoracombalis, das ist eine derbe Faszie hier im Lendenbereich, ist optimal verspannt durch den Rückenstrecker, durch den Latissimus, und da kann auch gut wieder Kraft abgeleitet werden. Auf der anderen Seite muss man allerdings sagen, dass die Bauchpresse auch ein sehr, sehr effektiver Mechanismus zur Stabilisierung der Wirbelsäule ist. Die Bauchpresse ist die Anspannung der Bauchmuskulatur und das Gegendrücken mit der Luft, die man davor eingeatmet hat, gegen diese angespannten Bauchmuskeln. Das stabilisiert die Wirbelsäule sehr effektiv. Jedoch, was sind die Bauchmuskeln für eine Muskelgruppe? Welche Bewegung führen die hervor? Richtig, die Beugung in der Wirbelsäule. Das heißt, wenn du die Bauchmuskeln richtig stark kontrahierst, anspannst, dann hast du auch einen gewissen Grad an Beugung bei dieser Anspannung. Das heißt, du bewegst dich bei einer Beugung
wenn du vorher in dieser Lordose warst, dann eher in so eine neutrale Zone hinein. Das heißt, auch da haben wir diesen klassischen neutralen Rücken, der bei manchen Menschen nach einer kleinen, geringfügigen Rückenrundung aussehen kann. Entscheidend ist allerdings, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, das sehe ich in der Trainingspraxis sehr häufig, es geht nicht darum, ob der Rücken in einer neutralen Zone ist. Denn wenn Leute die Bauchmuskeln nicht anspannen und sich einfach nur durch die Last in diese leichte, vielleicht noch als neutral zu bezeichnende Rundung ziehen lassen oder diese neutrale Rundung, diese leichte Lendenwirbelsäulenrundung entsteht, weil du eine nicht ausreichende Mobilität in deiner Kniebeuge hast und es quasi zu diesem Buttwing kommt, dann bist du nicht automatisch sicher. Entscheidend ist wirklich, dass die Bauchmuskel diese Bewegung gewissermaßen einleiten und auch stabilisieren. Das heißt, dass du in dieser leichten Rundung innerhalb dieser neutralen Zone wirklich auch steif gemacht bist und nicht verwringbar, die Wirbelsäule nicht verwringen kannst. Das ist das Wichtige. Und somit lässt sich auch hier jetzt ja auch nochmal sagen, um den Bogen zu kriegen, auch beim Kreuzheben, auch beim Kniebeugen ist eine leichte Rundung im unteren Bereich der Wirbelsäule akzeptabel, vorausgesetzt, du kannst diese Rundung kontrollieren und du kannst diese Rundung auch aktiv herbeiführen und nicht du wirst in diese Rundung reinbewegt, weil du keine andere Wahl hast. Kommen wir nun zu den Ursachen eines Buttwings und fangen wir rückwärts an mit den Faktoren, die sehr wahrscheinlich nicht sind, aber fälschlicherweise für die Ursache gehalten werden. Und das sind an erster Stelle deine Beinrückseiten, deine Beinbeuger. Deine Beinrückseiten können nicht an deinem Buttwing schuld sein, weil sie über zwei Gelenke gehen. Deine Beinbeuger sind auf Spannung, wenn zum Beispiel die Knie gestreckt sind und die Hüften sich beugen. Sobald ich jetzt allerdings meine Knie beuge, das weiß jeder auch aus Erfahrung, lockere ich den Ansatzpunkt der ischiochoralen Muskeln und bringe da quasi so mehr Spiel rein. In der tiefen Hocke ist die Hüfte zwar stark gebeugt, aber im gleichen Ausmaß sind auch die Knie sehr stark gebeugt. Die Unterschenkel liegen zum Teil auf den Beinrückseiten auch. Das heißt, ich habe eine maximale Beugung der Knie und ich habe auch eine maximale Beugung der Hüfte, weil in einer tiefen Hocke die Oberschenkel teilweise auch am Bauch aufliegen. Das heißt, ich habe netto null Veränderung im Vergleich zum Stand. Und wenn deine Beinbeuger dich im Stand nicht am Stehen hindern, ja, also im Stand nicht verkürzt sind, dann sind sie auch in der tiefen Hocke nicht verkürzt. Das ist einfach sehr utopisch, das anzunehmen. Einen kleinen Test, den du hier machen kannst, geh doch einfach mal auf den Boden, leg dich auf den Rücken und ziehe deine Knie an, so als würdest du auf dem Rücken in der Hocke liegen. Und fass deine Beinbeuger an. Oder geh doch einfach mal selber in die Hocke und wenn du den Buttwing ab einem gewissen Punkt fühlst, fass doch einfach mal deine Unterschenkelrückseiten an, ob die fest sind. Ob die so fest sind, wie sie bei einer Dehnung hier fest wären. Und da kannst du selber auch schon an diesem Beispiel sehen, dass die Beinbeuger da keine Rolle bei spielen. Dann die weiteren Punkte, die ursächlich für einen Buttwing sind, sind die Proportionen. An den Proportionen kannst du leider nichts ändern. Hier allerdings vollständigkeitshalber aufgezählt. Wenn du einen relativ langen Oberschenkel hast, einen relativ kurzen Unterschenkel und einen relativ kurzen Rumpf, hast du eine relativ schwere Zeit in der tiefen Hocke, weil du zwangsläufig eher die Tendenz hast, einen Rundrücken zu zeigen, weil ein langer Oberschenkel, ich habe das in weiteren Videos schon mal erwähnt, ich verlinke das Video hier mal hier oben, wo ich da nochmal ausführlicher darauf eingehe. Wenn du jetzt runter in die Hocke gehst, dann lenkt dich dein langer Oberschenkel weit nach hinten aus und wenn du einen kurzen Oberkörper hast, dann kannst du diese Auslenkung nicht ausgleichen vom Körpergleichgewichtspunkt und drohst halt entweder nach hinten umzukippen oder du kompensierst mit einer starken Rundung, weil du dein Körpergewicht recht schnell nach vorne schmeißen willst, um wieder im Gleichgewicht zu stehen. Weiterer Punkt sind auch hier die Hüftgelenkspfannen. Wenn du sehr tiefe Hüftgelenkspfannen hast, dann hast du da auch eher, ich sage jetzt mal, Pech gehabt. Trotzdem kannst du da eine sehr tiefe Kniebeuge realisieren in vielen Umständen, in vielen Fällen. Aber die Voraussetzungen sind einfach schon mal ein bisschen schlechter.
Faktoren, die du wiederum beeinflussen kannst und die Schuld an deinem Buttwing sind, sind einmal die passive Hüftbeweglichkeit und einmal die aktive Hüftbeweglichkeit. Zwei komplett unterschiedliche Fähigkeiten, die ganz andere Herangehensweisen bedürfen. Und wenn wir dann noch eine Etage weiter unter tiefer gucken, ist auch immer ganz wichtig, dass du eine gute aktive Sprunggelenksbeweglichkeit hast. Häufig wird als Ursache für einen Buttwing, die sich trainieren lässt, die Sprunggelenksmobilität genannt. Zu Recht auch, wenn du eine gute Sprunggelenksbeweglichkeit hast, dann lässt sich der Buttwing deutlich verändern oder komplett wegtrainieren. Jedoch kann ich zum Beispiel mit null Knievorschub eine tiefe Hocke, ass to the grass, ohne Buttwing demonstrieren und brauche dafür gar keine Sprunggelenksbeweglichkeit. Und das, weil ich halt eine sehr starke aktive Sprunggelenksbeugung habe. Das heißt, auch da der Muskel auf der gegenüberliegenden Seite kann mich sehr stark stabilisieren. Trotz eines Ungleichgewichts nach hinten kann ich mich mit Muskelkraft nach vorne ziehen und die tiefe Hocke halt bis zum Schluss machen. Und deswegen zeige ich dir jetzt im dritten Teil, wie du deinen Buttwing wegtrainierst. Und gehe jetzt nicht auf diese Standardsachen ein, Sprunggelenksbeweglichkeit trainieren, das habe ich dir jetzt gerade schon mitgegeben. Jedoch geht es hier vor allem darum, wie du einmal die passive Beweglichkeit in der Hüfte erhöhst, die aktive Beweglichkeit in der Hüfte erhöhst, denn das bringt meiner Meinung nach richtig viel bei meinen Leuten, auch in den zahlreichen Seminaren, die ich hatte. Und die aktive Sprunggelenksbeugung, da zeige ich dir auch noch ein paar Sachen. Zuerst einmal vorweg, vergiss jegliche Übung, die du in dem Zusammenhang mit einem Buttwing, mit einem Formroller gezeigt bekommen hast oder mit irgendwelchen Lacrosse-Bällen. Du kannst damit zwar kurzfristig den Tonus um deine Hüfte lindern, runterregulieren und somit passive Beweglichkeit in der Hüfte erhöhen. Jedoch ist es immer eine sehr, sehr schlechte Idee, chronische Verhärtungen mit diesen kurzfristigen Maßnahmen zu verändern. Stattdessen solltest du nach Lösungsansätzen suchen, wie du diese chronische Spannung und Festigkeit in deinem Körper durch ein neues Kräftegleichgewicht muskulär wieder reparieren kannst, in Gleichgewicht bringen kannst. Und das zeige ich dir jetzt, wie das in der Hüfte geht. Das dauert zwar ein bisschen länger, ist aber viel nachhaltiger und führt zu weniger Beschwerden für dich auch langfristig. Eine wichtige und gute Maßnahme zur Öffnung der Hüfte ist die sogenannte Piriformis-Dehnung. Diese Übung will ich dir jetzt hier in diesem Video nicht zeigen, weil ich dazu mehrere Videos gemacht habe. Ein Überblicksvideo verlinke ich dir mal hier oben und wir gehen hier direkt mal weiter zu etwas Squat- oder Kniebeuge-spezifischeren Positionen, die sehr, sehr hilfreich sind, um die Hüfte in der Kniebeuge zu öffnen. Und zwar gehst du hier in diese tiefe Ausfallschrittposition, bei der dein Unterschenkel senkrecht nach unten zeigt. Und dann befindest du dich im Grunde schon in einer tiefen Kniebeuge. Auch zumindest einseitig. Also das wäre jetzt die echte tiefe Kniebeuge, in die du rein willst, ohne Rückenrundung. Da die Verhältnisse, Spannungsverhältnisse in deinem Körper allerdings in dieser Position noch nicht ausreichen, wollen wir erstmal in eine halbe tiefe Kniebeuge gehen. Und das haben wir jetzt hier. Diese Konstellation aus Oberschenkel und Rumpfwinkel entspricht einer halben tiefen Kniebeuge, so wie ich das immer nenne. Und hier wollen wir jetzt mal die Hüfte öffnen. Und ist auch eine gewisse Form der Piriformis-Dehnung, die du jetzt hier eingehst. Und die Leistenstrukturen hier auf der Innenseite werden jetzt gedehnt. Wenn du mit einem verschraubten Fuß, wir nennen das bei uns den Tripodstand, wo dein Großzehengrundgelenk reingedrückt wird. Dazu habe ich auch bereits ein Video gemacht, kurzer Fuß nach hinten, wird ebenfalls hier oben verlinkt und kannst du dir auch nochmal anschauen, wie das im Detail läuft. Aber ansonsten jetzt in kurz, verschraub dich mit dem Fuß, greif mit dem Fuß rein und dann kannst du hier dein Knie so nach außen drücken. Und dann merkst du in den Außenrotatoren und im Piriformis eine Dehnung und das öffnet die Hüfte wunderbar. Das dehnt auch die Po-Muskulatur. Die Po-Muskulatur ist ein komischer Muskel, weil auch wenn er dich hier bei der in dem Freiheitsgrad nicht wirklich im Sinne einer Dehnung, die du so als klassische Dehnung, klassische Spannung spürst, der sich nicht bemerkbar macht, kann er trotzdem zu fest sein, der Po-Muskel, der Gluteus Maximus, und dich ein wenig da behindern. Deshalb, da wird er jetzt auch so ein bisschen mobilisiert. Ich mobilisiere hier meine Leisten, Muskeln, die ich hier zur Leiste
laufen. Ich kann hier mit der einen Hand so leicht nach außen gehen und den Arm vielleicht zur Streckung bringen. Wichtig, der Fuß darf nicht so mitkippen. Da verliere ich ganz viel. Ich muss hier verankert bleiben. Und das Gleiche mache ich logischerweise auch auf der anderen Seite. Eine weitere schöne Übung zur Hüftöffnung, diesmal auf beiden Seiten gleichzeitig, sind die Vierfüßler Rockbacks. Rockbacks einfach von dieser englischen Bezeichnung für das Rocking, was Babys so machen. Du positionierst dich für diese Bewegung im Vierfüßler mit etwas breiter aufgestellten Knien. Du kannst die Knie zum Beispiel so mindestens schulterbreit aufstellen. Du kannst auch noch etwas breiter gehen. Die Füße sind entweder wie bei mir hier aufgestellt oder mit dem Fußspann aufgelegt. Mit aufgestellten Füßen ist die Bewegung noch ein wenig aktiver. Und jetzt bewegst du dich mit einer, ich sag bewusst, neutralen Wirbelsäule im neutralen Bereich nach hinten, möglichst weit hier zwischen den Füßen durch. Hältst die Wirbelsäule im neutralen Bereich. Und das Schöne ist, wenn du jetzt gegen Widerstände bei dir in der Hüfte anstößt, kannst du mit den Armen dich so ein wenig reindrücken in diese passiven Widerstände rein. Und mit dem Rückenstrecker spannst du dich gegen. Und mit dem Hüftbeuger kannst du auch so wenig reinarbeiten. Wir kommen gleich nochmal auf den Hüftbeuger zu sprechen. Aber hier schon mal so ein kleine Info dazu. Und das machst du einfach so ein paar Mal, hältst dich natürlich hier im Sahneteil der Bewegung, in der Beugung entsprechend etwas länger auf. Du kannst die Bewegung etwas intensivieren, wenn du dich jetzt hier so noch etwas breiter positionierst, kannst du die Leisten, die Adduktoren noch stärker mitmobilisieren. Wichtig ist, dass du natürlich versuchst, das hier zu verhindern, sondern versuch, den Rückenstrecker anzuspannen und dich mit den Armen da rein zu drücken. Das bringt erstmal passive Mobilität in die Hüfte rein. Wichtig allerdings, ich muss auch eine gewisse aktive Mobilität haben. Das heißt, ich muss eine Kraft in meinem Körper entwickeln können, die mich davor bewahrt, nach hinten umzukippen oder einen runden Rücken in diesem unteren Bereich zu zeigen, zu offenbaren. Und da gibt es einen Muskel, Gott sei Dank, in deinem Körper, der das kann, der nämlich von hier auf der Innenseite seinen Ursprung hat und dann zum Oberschenkel zieht, der also eine Hüftbeugung herbeiführen kann. Und das ist ein Anteil des Iliopsoas, der berüchtigte Hüftbeuger, der häufig immer gedehnt wird, der aber auch, das wissen die wenigsten, der zu schwach ist und insbesondere zu schwach oberhalb 90 Grad Hüftbeugung. Und der Iliopsoas besteht aus zwei Muskeln. Das ist einmal der Iliacus, der von der Innenseite des Beckens, der Darmbeingrube, entspringt und zum Oberschenkel hinzieht, und dem Psoas Major, der nämlich von hier oben entspringt und an die gleiche Stelle ungefähr zieht. Dieser Muskel kann mein Oberschenkel oberhalb 90 Grad, also mit dem Knie oberhalb der Hüfte, anheben, mich also hier in diese Position reinziehen. Wenn ich den Psoas jetzt anspanne, kann ich mich hier reinziehen mit dem Muskel. Und wichtig ist wirklich dieser spezifische Aktionsradius. Ich bin jetzt natürlich in einer tiefen Hocke in einer Position, wo die Schwerkraft mir ja grundsätzlich nochmal bei der Beugung in der Hüfte hilft. Dennoch muss ich den Muskel, auch wenn ich das hier beheben will, anspannen. Ich will jetzt diesen Beugewinkel gerade mal ein wenig in einer anderen Position, in der Stehenposition, gleich nochmal rekonstruieren. Deshalb merken wir uns mal hier, die Faust unter meiner Brust berührt den Oberschenkel. Und wenn ich mich jetzt aufrichte, will ich genau dieselbe Beugung, genau dieselbe relative Beugung erreichen. Wenn ich jetzt also stehe, will ich aktiv in der Lage sein, meinen Hüftwinkel
so weit zu schließen, dass ich den gleichen Beugewinkel reproduzieren kann, aktiv. Diesmal jetzt nicht mit Hilfe der Schwerkraft, sondern aktiv. Und das ist ein aktives Beweglichkeitstraining für die Hüftbeugung, dass ich nicht nur passiv da den Freiraum habe, wenn die Schwerkraft auf meiner Seite ist, sondern damit ich das Ding auch reiten kann, wenn die Schwerkraft nicht auf meiner Seite ist oder vielleicht gegen mich spielt, wenn ich zum Beispiel dann drohe, aufgrund meiner schlechten Körperverhältnisse oder aufgrund meiner schlechten Sprunggelenksbeweglichkeit sonst mit der Schwerkraftwirkung nach hinten zu kippen, dann brauche ich Kräfte in meinem Körper, die mich dann in die Gegenrichtung ziehen können. Und das ist halt der Psoas Major, der kann das. Eine schöne Übung, die du machen kannst, um das zu trainieren, ist das stehende Heben einer Kettlebell. Wir nehmen dafür aber nicht hier diese 28er, sondern hier diese Damen-Kettlebell, die 4 Kilo wiegt, und machen damit Folgendes. Und zwar stellst du dich für diese Übung aufrecht hin. Dazu kannst du dich auch festhalten, damit du weniger Gleichgewichtsprobleme hast, und ziehst dann das Knie möglichst hoch. Diese Übung wird häufig falsch ausgeführt, indem das Knie nur bis hierhin gezogen wird. Dann wird allerdings schwerpunktmäßig der Iliacus-Anteil des Iliopsoas trainiert, der das Knie halt bis hierhin zieht. Menschen haben aber häufig eine relative Schwäche in diesem Bereich hier. Okay, wir wollen in der Hocke ja auch in diesem Bereich sein und uns in diesem Bereich hier aktiv halten. Und da dominiert halt in diesem Beugegradbereich die Arbeit des Psoas Major. Und den müssen wir wirklich jetzt spezifisch trainieren, indem wir versuchen, die Kettlebell hier schön hochzubringen. Dann kannst du die Kettlebell hier kurz 3 Sekunden halten, damit du wirklich auch sicher gehst, dass du koordinativ es geschafft hast, das Knie möglichst hoch zur Brust zu ziehen, und dann kannst du die Kettlebell wieder absetzen. Natürlich kannst du auf einer Erhöhung stehen, um den vollen Bewegungsradius mitzunehmen. Falls es bei dir jetzt allerdings nicht möglich ist, warum auch immer, mach dich nicht verrückt. Entscheidend ist ohnehin hier dieser Teil der Bewegung, weil da nämlich der Psoas Major die Bewegung übernimmt und entsprechend mitarbeitet. Nächster Punkt, der hier gleichzeitig mittrainiert wird, ist deine aktive Sprunggelenksflexion. Da du ja die Kettlebell hier hochziehst, trainierst du auch die Muskel auf der Schienbeinvorderseite, die dich jetzt hier auch nach vorne ziehen können in die Hocke, oder halt, wie du bei mir im Beispiel gesehen hast, wo ich mir den Knievorschub weggeblockt habe, hat sich dieser Muskel hier auch angespannt, um mich halt hier eben zu verankern, um mich hier zu halten. Und ich habe jetzt hier noch weniger Knievorschub als in dem Video eben. Und trotzdem schaffe ich mich hier in dieser Position gut zu stabilisieren und zu halten. Meine Schienbeinmuskeln arbeiten jetzt halt wie blöde, um mich vom nach hinten Fallen zu bewahren. Und das sind die häufig übersehenen Punkte beim Thema Buttwing, wenn es darum geht, den Buttwing wegzutrainieren. Häufig wird halt nur das Sprunggelenk mobilisiert. Ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor. Ich wollte mit diesem Video allerdings aufzeigen, dass es halt auch noch weitere Kräfte und Schrauben gibt, die man in sich erstmal mobilisieren muss und an denen man drehen kann, um den Buttwing effektiv zu beheben. Und wenn wir auch zum Thema neutralen Rückenhalten spüren, es geht nicht nur darum, dass dein Rückenstrecker dich stabilisiert. Es geht nicht nur darum, dass du die Bauchkraft mit den Bauchmuskeln entsprechend mobilisierst und anspannst. Es geht auch darum, dass du innerhalb deines Körpers eine Kraft hast, nämlich die Kraft des Psoas Majors, der dich dann aus der Rückenrundung hier aktiv rausziehen kann, der deine Wirbelsäule ähnlich wie ein Segelmast auf einem Boot entsprechend verspannen kann. Und das kann halt nicht nur der Rückenstrecker, es kann nicht nur die Bauchmuskulatur, das kann auch der, ja, leider so oft für böse gehaltene und so oft für verkürzt gehaltene Hüftbeuger, der leider halt viel zu schwach ist und der zu selten trainiert wird, weil wir halt in dieser Sitzhaltung, in der wir uns häufig befinden am Schreibtisch, immer nur diese 90 Grad Hüftflexion halten und selten das Knie darüber hinaus kriegen. Und ja, du musst deinen Körper halt dreidimensional trainieren in unterschiedlichen Beugegraden, und FAC ist ja in aller Munde.
Da werden dann die Gelenke in allen möglichen Bereichen konditioniert und das Gelenk wird stabilisiert, das Gelenk wird in allen möglichen Positionen gehalten. Es geht aber tatsächlich um funktionelle und artgerechte, uns Menschen artgerechte Gelenkpositionen, und die werden zu häufig übersehen. Die Leute können die einfachsten Sachen nicht und machen dann so die krassesten Kunststückchen, Zaubertricks, Spagats und so weiter, aber können sich nicht in einer tiefen Hocke stabilisieren. Die tiefe Hocke ist eine dem Menschen angeborene Position, in der Naturvölker tagtäglich ihr Geschäft verrichten. Und wenn man diese Position nicht beherrscht, vernünftig, weil die Sprunggelenksbeweglichkeit vielleicht fehlt oder halt die Beweglichkeit, die aktive Beweglichkeit in der tiefen Hocke fehlt, dann hast du ein Problem. Und deswegen solltest du den tiefliegenden Hüftbeuger halt nicht nur immer nur dehnen und mobilisieren, was ich halt auch in vielen Videos dir gezeigt habe, wie es richtig geht, solltest du den auch kräftigen. In dem Sinne, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, du konntest wieder was daraus ziehen, daraus lernen. Schau auch auf meinem YouTube-Kanal vorbei, da habe ich weitere Themen dieser Art behandelt und versuche, da so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne teilen, liken, abonnieren. Ich würde mich über Support freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.